herzlich willkommen zu Powerplay. Danke auch Sie im Studio, alle freiwillig da, gut angekommen. Das ist schön, spielen wir wieder. Das Spiel der Spiele, knappe halbe Stunde. Zwei Sportvereine haben ihre Cracks zu uns geschickt, die hier um schöne Preise, um natürlich um die sportliche Ehre kämpfen. Heute sind es Volleyballer, die kommen vom VC Marl gegen die Ringer aus Goldbach. Herzlich willkommen. Kommt zu mir. Stellt euch doch bitte vor. Ja, ich bin der Christian und wenn wir heute gewinnen, dann ist das doppelt super hoch 2. Ja, hallo, ich bin der Mirko und ich bin kein super Krieger, aber heute gehen wir hier als Sieger raus. Ja, hallo, ich bin der Carsten und ich bringe hier nicht nur Farbe ins Spiel, sondern nehme auch noch die Preise mit nach Hause. Ja. Christian, was war das gerade eben, diese Zeichen, wie ging das? So doppelt 2? Doppelt super hoch 2. Das macht ihr im Volleyball, gell? Schon seit ja, ewigen Zeiten, da hat Effenberg noch am Daumen gelutscht, da habt ihr das schon gemacht. Jetzt die Ringer, bitteschön. Ich bin der Gerhard, Trainer der Mannschaft und grüße alle Ringerfreunde in Deutschland. Ja. Ich bin der Ralf, aktiver beim AC. Ich bin ideal für dieses Spiel, denn ich bin nicht schneller, aber dafür schnell müde. Hallo, ich bin der Alexander, bin Freistilringer beim ACB und bin fit, topfit, taxofit. Ja! Da freut sich. Da freut sich der Sponsor. Übrigens, wenn Sie sich wundern, warum der Alex heute doch so kleine Augen hat, das kommt vom Feiern. Er ist nämlich vor wenigen Wochen Weltmeister geworden in seiner Disziplin im Leichtgewicht. Weltmeister im Ringen. Muss ich mir genau überlegen, was ich heute sage, gell? So, also Männer, es gilt allerdings jetzt gleiches Recht für alle. Wir spielen 3 Raterunden und 2 Powerplays. Zum Schluss hat eine Mannschaft wahrscheinlich mehr Punkte als die andere. Das ist unser Sieger. Der bekommt die Punktezahl verdoppelt. Daraus machen wir dann Sekunden. Und das ist die Zeit, die ihr habt im Käfig, im Höhepunkt im Powerplay, dann um die Einzelpreise zu kämpfen, zu laufen, zu springen, zu gurgeln und was weiß ich was. Jetzt geht's allerdings los. Beide noch 0 Punkte. Die Querdenkerrunde. Ich sage wieder etwas, 30 Sekunden. Ihr entscheidet mit Hilfe eurer Ja- oder Nein-Knöpfe, gelb-blau, die DSF-Farben, ob das, was ich sage, falsch oder richtig ist. Pro richtigen Tipp, 1 Punkt. Seid ihr soweit? Wir beginnen mit den Volleyballern aus Marl. Los geht's. Das Endspiel der Fußball-WM dieses Jahr hieß Italien-Brasilien. Das ist richtig. Bei der diesjährigen Volleyball-Weltmeisterschaft schied Deutschland im Halbfinale aus. Nein, schon in der zweiten Runde. Die US Open dieses Jahr gewann Boris Becker. Nein, Agassi, eine Frau wurde beim DSF neue Fußballchefin. Ja, die Ulla Holthoff, das Finale des europäischen Streetball Challenge fand dieses Jahr in Dresden statt. Nein, bei Olympischen Spielen gibt es 10 Segelbootsklassen. Nein, leider nicht. Frank Kluck gewann. Oh, 5 Punkte. Das ist halt, haben Sie gesehen, der Mirko, das ist halt ein Volley mit einer Ruhe. Und immer richtig, aber es könnt ihr auch. Der AC Bavaria Goldbach, 30 Sekunden Zeit. Das Eröffnungsspiel der Fußball-WM bestritten Deutschland und Bulgarien. Nein, VfK Schifferstadt wurde dieses Jahr deutscher Meister im Ringen. Nein, ihr natürlich. Bei dem berüchtigten Alaska-Radrennen Anfang dieses Jahres belegte der Franke Hubert Schwarz den 2. Platz. Das ist richtig. Die Olympischen Spiele von Los Angeles 84 brachten einen Reingewinn von 100 Millionen Dollar. Nein, es war viel mehr, über 200. Die ersten Weltmeisterschaften im Damenringen fanden 1977 statt. Nein, 87, sehr gut. Dieses Jahr wurden zum... Also ich gebe mir wirklich Mühe. Go, go, schreien die Fans. Ja, ihr macht es mir heute nicht leicht, oh. Leicht erkältet, wie ich noch bin. 4 Punkte, klasse Start auch für unsere Ringer. Aber in Führung die Volleyballer mit 5 nach der ersten Runde. Jetzt wird sich zeigen, wer auch gut auf unserem Bullen sitzt. Ist ja mittlerweile ein fester Bestandteil dieser Sendung. Ich freue mich drauf. Du und du darunter. Unser erstes. Power!
Nicht, dass Sie denken, dass vielleicht diese Mannschaft jetzt unsere Ringer aus Goldbach, nur weil nicht der Weltmeister kurz im Clinch hat, dass die jetzt bevorzugt werden. Nein, 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 das geht schon mit rechten Dingen zu. Hörst du bitte mal auf? So, gleiches Recht für alle. 4 Sekunden an die Mannschaft, die länger drauf sitzen bleibt. Besser gesagt, der Vertreter, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Dafür sorgt Frankie the Bullmaster. Ladies and Gentlemen. So. Unser erster Delinquent. Bist du soweit? 2, 3, Bulle, go! Juhu! Carsten und jetzt der Alex. Schön, Carsten, komm zu mir. Klasse, noch alles dran? Sicher. Ja, schön. Gut, der Alex. Normalerweise legt er seine Gegner auf die Matte, jetzt wird er selber gleich unten liegen. Glauben Sie es mir. Bulle, go! Gut rein, ne? Also das war, dann muss ich ganz ehrlich sagen, der Carsten war ja schon Weltklasse mit 12 Sekunden, aber das scheint dir entgegenzukommen, ja? Man hat es ja gesehen von der Dynamik her und alles. 15 Sekunden, absoluter Weltmeister, der Alex. Die 4 Punkte gehen an die Mannschaft und wir schauen uns das nochmal in der Zeitlupe an. Ja, immer wieder schöne Bilder. Geht's wieder, Alex? Ja, gut. Die Adduktoren lassen grüßen. Der VC Mal, die Volleyballer. Christian, ihr seid ein relativ junger Verein. Ihr habt seit 1990 seid ihr gegründet worden, ne? Ja, das ist richtig. Wir sind aus 3 verschiedenen Vereinen neu gegründet worden und deswegen erst seit 1990. Naja, gut, aber das macht nichts. Also ihr gebt auch gut Geld aus. Ihr fahrt ins Trainingslager nach Frankreich einmal im Jahr. Ja. Macht ihr da Leben wie Gott in selbigem Land oder tut ihr auch was? Ja, also etwas Entspannung ist auch dabei, das ist schon richtig, aber es wird auch trainiert. Es wird auch trainiert. Ja. Meine Damen und Herren, einen kleinen Chaton, Brioche und dazu einen kleinen, ne, und dann ein bisschen trainieren. Ja, 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 ja. Schön, ihr habt leider nicht die 4 Punkte bekommen, die gehen auf euer Konto. Jetzt in Führung die Ringer mit 8, aber für euch noch nichts verloren. 5 Punkte knapp dahinter die Volleyballer. Im zweiten Drittel stelle ich wieder Fragen aus allen Wissensgebieten, bunt gemischt. Wer zuerst drückt, hat das Antwort recht. Sagt er das Richtige, bekommt er 2 Punkte. Sagt er was Falsches, ist vielleicht der Gegner dran und punktet, ja? Los geht's. Welcher hohe geistige Würdenträger ist denn besonders für seine Reiselust bekannt? Sie waren schneller? Der Papst, ja. Richtig. Ja. Immer noch trauert die deutsche Schlager- und Fernsehwelt um Roy Black. Das war nicht meine Frage. Leider, Gerhard. Roy Black, meine Frage war, in welcher Serie spielte er denn zuletzt mit? Der Roy. Ja? Schloss am Wörthersee. Schloss am Wörthersee, das ist richtig. Jawohl. Aber irgendwann ist auch mal Schluss am Wörthersee. Ne? So, wie nennt man junge Wildschweine? Frischlinge. Das weißt du, gell, Mirko? Ja. Okay. Frischlinge. Aufgepasst, liebe Ringer, wie heißen denn die 3 Gehörknöchelchen? Amboss, Steigbügel und Hammer. Richtig, Hammer, Amboss und Steigbügel. Kann man so stehen lassen. In welcher bayerischen Stadt werden alljährlich die Opernwerke von Richard Wagner aufgeführt? Bayreuth. In Bayreuth. Parzival. Und der Walkürenritt. Ja, liebe Ringer, ihr müsst schnell drücken. In welcher Stadt mussten die Bürger als erstes Kleingeld fürs Parken hinlegen? Ich komme gar nicht mehr dazu. Ich sag's euch auch jetzt nicht, können wir in einer späteren Sendung verwenden, die Frage. Jetzt 8 Punkte, die Ringer in Führung. Wie ich gesagt habe, noch nichts entschieden, die Volleyballer mit 15. Da? So, und jetzt machen wir wieder das für die ganze Familie zu Hause vorm Fernseher, auch die Kleinen. Kuckuck, jetzt holen wir tief Luft.
dann gehen die Arme nach hinten und beim Ausatmen dann... Wieder. Ja, es ist ja eigentlich kein Hockey. Ne? Der Ball ist zu groß, er ist frisch lackiert, deswegen habe ich mir Handschuhe angezogen. Außerdem habt ihr hier diese schönen Schläger. Bitte achtet darauf, dass ihr den Ball trefft und nicht des Gegners Schienbein. Seid ihr so gut? Ja, soll ja alles gesittet zugehen bei uns. 45 Sekunden Zeit. Die 6 Punkte, die ich in diesem Powerplay vergebe, gehen an die Mannschaft, die mehr Tore schießt. Ganz einfach. Seid ihr soweit? Fans, Nord- und Südkurve anfeuern. Powerplay! Wirklich nichts geschenkt. Das war wirklich Kampf bis zur letzten Sekunde. Mein lieber Scholli, da habe ich schon gedacht, gut, ihr habt Pech gehabt. Du wolltest ihn erst gar nicht mehr aus dem Tor rauslassen. Ne? 5-0, 6-0, 7-0. Nein, nein, ich habe schon aufgepasst. In der Schlusssekunde fiel dann noch das 4-0 für euch. Die 6 Punkte gehen ganz klar nach Goldbach, aber auch ihren Riesenapplaus. Kommt zurück! So. AC Bavaria Goldbach, die Ringer mit 6 Punkten gestärkt. 14 haben sie jetzt, haben aufgeschlossen, sehr spannend. Bis jetzt 15 Punkte noch in Führung, die Volleyballer. So ist es. Man kann durch das Powerplay aufholen, wenn man viel weiß, liegt man immer noch in Führung. So ist es. Gerhard, du bist der Trainer vom AC Bavaria Goldbach, wahrlich ein bekannter Verein. Ihr seid auch deutscher Meister, der aktuelle. Weltmeister haben wir schon vorgestellt, den Alex. Aber euer prominentestes Mitglied ist ein sehr bekannter Mensch, der Günther Strack. Jawohl. Kommt der nur vorbei, um mit euch Kaffee zu trinken oder geht der auch auf die Matte? Ja, der kommt vor allen Dingen zu den Endkämpfen, ist er immer da. Und er trinkt nicht nur Kaffee, ist bekannt dafür, dass er Wein trinkt. Aha. Und den kann er mit uns auch trinken. Achso, aber er sportelt sonst nicht so? Nein. Nicht? Nein. Nicht, dass er mal sagt, ich war Deutschlands dickster Schauspieler und dank Ringen habe ich es geschafft und Sie können es auch. Gut, macht er nicht. Deswegen geht es jetzt ins dritte Drittel. 3 Punkte die richtige Antwort. Wer zuerst drückt, hat das Antwortrecht. Sagt er was Falsches, punktet vielleicht der Gegner. Außerdem kommen jetzt Filmzuspielungen mit rein in diesem dritten Drittel. Wir steigern uns langsam. Und hier ist die erste. Ich wusste doch, dass die Sache einen Haken hat. Beim Eisklettern werden eben nicht die normalen Felshaken verwendet, sondern ganz spezielle. Ja, heißen die Snarkhaken, Kremshaken, Bräugelhaken. Wie heißen die? Beim Eisklettern. Schwer, gell? Snarkhaken. Es sind Snarkhaken! Alex, jawohl! Welcher Feldherr ist Korsikas berühmtester Sohn? Napoleon Christian, 3 Punkte auf euer Konto. 18 zu 17. Welche Bezeichnung einer Kleingaststätte, in der man hauptsächlich alkoholische Getränke zu sich nimmt, ist von dem Wort... Pub. Nein, Alex. Ich wollte noch weitersprechen. Ist von dem Wort Barriere abgeleitet? Kneipe. Kneipe? Nee, die Bar habe ich gesucht. Gut, die nächste Zuspielung. Oh.
schnittig sehen sie ja schon aus, ne? Die Autos dieser Rennklasse, wie nennt man die? Ihr habt gedrückt? Silberpfeiler. Nein, leider nicht. Ihr seid dran? Indycars. Auch nicht die Indycars. Es ist die Klasse C oder die Prototypen. Ja, das ist richtig. Aber macht nichts, weiter geht's. Wie heißt denn der kleine Kevin, den man am besten nicht alleine zu Hause lassen sollte, mit wirklichen Namen? Ja, das Publikum? Macaulay Culkin. Schwerer Name. Macaulay Culkin ist richtig. Carsten. Habe ich gerade gehört aus dem Publikum, so ein Kleiner, der wusste es auch. Ja. Mit welcher umstrittenen Technik kann Einfluss auf das Erbgut genommen werden? Gentechnik. Mit der Gentechnik, jawohl. Nichts mit dieser Technik zu tun. Hier ist die nächste Matz. Goodbye, Johnny. Goodbye, Johnny. Schön war's mit uns zwei. Aber leider kann's nicht immer so sein. Goodbye, Johnny, goodbye, Johnny, mach's mir nicht so schwer. Ich muss weiter, immer weiter, meinem Glück hinterher. Der letzte, habt ihr gesehen, das war unser Bulle, bevor er in die Hände von Frankie Netzberger kam. Jetzt steht er ja immer bei uns in der Sendung. Frage, wie lange beim Pferderodeo ist es auch so? 8 Sekunden muss man sich auf so einem Teil halten. Ja, 8 Sekunden. Jetzt möchte ich wissen, ist beim Stierreiten die Zeit kürzer, gleich lang oder länger als beim Pferderodeo? Ja? Gleich. Gleich lang? Ist richtig, jawohl. Achtung. Wie viele Tage brauchte Phileas Fogg aus dem Roman von Jules Verne für sein... Ja? 40 Tage. Nein, leider. Psst, bitte nicht vorsagen. 79. Ach, Christian, hast du jetzt echt 79 gesagt? Es ist doch in 80 Tagen um die Welt. Leider. Er sagt 40, er sagt 79 in 80. Naja, gut, komm, machen wir weiter. Welcher ungläubige Jünger glaubte erst an die Auferstehung Jesu, nachdem er dessen Wunden berührt hatte? Thomas. Thomas, der Ungläubige. Ist noch nichts entschieden, Jungs. Hier ist die nächste Zuspielung. Ebony and ivory live together in perfect harmony. Side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we? Also auch ein Amateurwettkampf hat seine Tücken, wie wir gesehen haben. Frage, woran konnte man denn erkennen, dass es sich hierbei um einen Amateurwettkampf handelt? An den Schutzmasken. Am Kopfschutz. Jawohl, Punkte für die Volleyballer. Denn nur da ist es Pflicht. Wie heißt der grüne Freund von Miss Piggy? Komm mit. Applaus, 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 Applaus. In welcher österreichischen Stadt? Gegeben, die Volleyballer vom VC Mahl, aber es hat nicht gereicht mit 24 Sekunden. Zweiter und ihr bekommt unsere Spielesammlung. Gebt ihnen noch mal einen Applaus. Kommt, die Jungs waren so gut. Therapie, Quasse, Querdenker, Spiel des Lebens. Christian, danke. Wirkung. Servus, macht es gut. Danke. Aber es gibt immer einen ersten Sieger hier. Bavaria Goldbach. War spannend. Ihr habt da, sie haben noch mal stark aufgeholt, die Volleyballer, aber ihr habt dann doch die Nase vorne mit 29 Sekunden. Das ist der Sportkatalog von Sport Erhard. 1500 Mark, Gerhard. Du als Trainer weißt, da gibt es schon ein paar Matten dafür. Hä? Ja. Kannst du alles mögen. Kannst auch so einen Schwebebalken aussuchen oder irgendwie. Hier ist so ein Rasenmäher. Das ist ja, doch auch was Lustiges. Ne? Gut, also sucht ihr irgendwas aus. Ja. Das gehört euch auf jeden Fall, eurem Verein. Und jetzt kriegt jeder von euch noch Einzelpreise, saftige, wenn ihr den Käfig schafft. Zieht euch schon mal um. Seid doch bitte so gut, Jungs. Also, 29 Sekunden haben Sie mal 2. Das ist 18, was ist es, 40 und 58, ne? Knapp eine Minute. Oh, es wird spannend. Knapp eine Minute für den? Hier steht er, der Käfig, in Windeseile auf.
aufgebaut und ich sage Ihnen ganz kurz, wo es lang geht. Hier durch die Knochenpresse, dann hier runter gerutscht, hoch die Sprosse, runter, hoch, runter, hinein in unserem Pool. Jetzt im Winter haben wir ein bisschen japanisches Heilkräuteröl reingeträufelt. Dann geht's hier rein, der erste Abklatsch, zack, mit dem roten Trikot geht die Nummer 2 ins Rennen. Hier oben entlang, runter, hinein in unsere Brombeermarmelade, ganz frisch raus und in den Käfig. Hier rein, Nummer 3 geht ins Rennen über den Schwebebalken. Eine sehr schwere Stelle, hier geht's hoch, oben rein in die Säuresäule, gut 2,50 Meter hoch. Dann hier wieder raus, Sprossen hoch, Rutsche runter. Zitt, wenn dieses Band durchtrennt ist, bevor die Zeit-Sirene ertönt bei 0 Sekunden, dann gebe ich die Preise. Und ich gönn's Ihnen. Sie sind Meister, deutscher Meister, Weltmeister im Ringen. Sind Sie es jetzt auch im Käfig? Hier sind die Jungs aus Goldbach, the Champions. Der Gladiatoren. Grüß euch Jungs. Also, ganz kurz erklärt nochmal, ihr habt alle eure Trikots an. Nummer 1 für den Mittelabschnitt, nur für den ersten, du den Mittelabschnitt und du den dritten, kommst schon ganz durcheinander. Wer welchen Preis bekommt, wenn ihr es schafft in 58 Sekunden, sage ich euch noch nicht. Du vielleicht der. Hightech Fitness auf kleinstem Raum. Der Ergometer EX1 von Kettler prüft mit seinem Trainingscomputer jede Bewegung auf Herz und Nieren. Schwitzen müssen Sie allerdings selbst. Unser Sportler gehört nicht dazu. Wo kommen wir denn da hin? Wir vergeben nur die Preise. An dich vielleicht den. Die Zukunft der Telekommunikation hat schon begonnen. Mit dem analogen Bildtelefon Xitel von Telekom. Ein 3 Zoll großes Farb-LC-Display und eine integrierte Kamera machen aus jedem Telefonat ein sichtbares Vergnügen. Ich höre gerade eben vom Alex, das wäre was für mich. Aber vielleicht gewinnt ja der Gerhard, der Trainer, diesen Preis und du kriegst den. Eine Woche Fun and Action. Mit LTU geht's nach Lanzarote in den Club La Santa. In der kleinen Olympiastadt gibt's über 20 Sportarten, also keine Zeit für Langeweile. Und zum Relaxen geht's an den Pool und an den Strand. AC Bavaria Goldbach, unsere drei Männer. Also, hier ist die Zeit rückwärts. 58 Sekunden wird sehr knapp. Oh, ich bin skeptisch, aber ich drücke euch die Daumen. Auf der anderen Seite, da sehen Sie jeweils, wo der Punkt ist. Da sind die Jungs im Käfig. Seid ihr soweit? Powerplay. Auf geht's! Und ja! Sekunden. Sehr schnelle Zeit. Sehr, sehr schnell. Und wie der Wind, die Jungs. 30. Und oh, klasse. Hopp, 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 hopp. Und die Rina, das ist ja unglaublich. Wie der Gerhard da durchläuft. Oh, oh. Hopp, 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 hopp. Sensationelle Zeit. Der Alex fliegt nach Lanzarote in den Club La Santa. Ralf bekommt unseren Ergometer und Gerhard das Bildtelefon. Herzlichen Glückwunsch, eine sensationelle Zeit. Ich bin noch vollkommen fertig. Jetzt lege ich mich erstmal ins Bett, kuriere meine Erkältung aus und wir sehen uns das nächste Mal im Powerplay. Ja? Servus.